Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob SchwammKopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Im letzten Part, im letzten Part ging es los mit dieser neuen Welt hier, der Gulagoon, wo wir uns jetzt noch weiterhin umgucken wollen. Und ich will mal kurz was austesten. Beim letzten Mal kam ich nämlich da nicht hoch. Das geht nämlich schon. Okay, hier ist eine Bonus-Herausforderung für Patrick, da machen wir die gleich mal. Wenn ich das jetzt schon extra gefunden habe. Weil ich dachte mir schon, da muss man auch irgendwie hinkommen. Und dann habe ich die Steine da gesehen und dachte mir, hey, das könnte vielleicht funktionieren. So, okay. Und das wird uns dann vielleicht einen goldenen Pfannenwender geben. Wenn ich hier diese Herausforderung meistern kann. Oh Gott. Der, schnell. Hat der so eine hohe Reichweite, dass der den treffen würde, den Ring? Tatsächlich, ja, okay. Muss ich ein bisschen aufpassen dann. Der. Kann ich da hin? Ja. Mal kurz chillen. Ich habe beim letzten Mal schon erwähnt, und das trifft auch jetzt immer noch zu, dass ich finde, dass das Platforming jetzt hier schon gar nicht mal so einfach ist in der Gulagoon. Das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu den vorherigen Welten. Ich meine, an sich, das über den Dächern war auch nicht so einfach, so an sich von den Plattformen her, aber ich hatte halt Sandy und das hat es halt alleine dadurch um einiges einfacher gemacht. Aber jetzt hier solche kleinen Plattformen zu treffen... Yeah! Ohne Sandy ist halt dann schon gar nicht so einfach, finde ich. Aber auf jeden Fall wurden wir hier belohnt mit einem Funbender. Und ich muss den Weg wieder zurücklatschen. Aber ich bin mir nicht sicher, nehme ich jetzt eigentlich wirklich Schaden, wenn ich jetzt da reinspringe? In die Grütze hier? Weil ich wurde da ansonsten beim letzten Mal, wo ich da ein paar Mal reingesprungen bin, immer nur zurückgesetzt irgendwie. Aber Schaden genommen habe ich keine. Ich kann es mal gleich austesten, wenn ich wieder auf festem Boden bin. What the fuck, wo kommen die Bälle eigentlich her? Was war das denn gerade? Egal. Jetzt warte mal. Genau, ich nehme hier keinen Schaden. Ich werde einfach nur zurückgesetzt. Das macht es dann natürlich um einiges angenehmer. Trotzdem muss ich halt solche Platforming-Abschnitte auch wirklich schaffen, weil ich ansonsten eben zurückgesetzt werde. Aber ich nehme wenigstens keinen Schaden und das vereinfacht das Ganze schon um einiges. Okay. Ich meine, warte mal, wenn ich jetzt hier runterfalle zum Beispiel. Algengrütze! Ah. Jetzt doch. Okay. Das war sehr laut. What the fuck? Ganz ruhig bleiben. Spiel, bitte nicht meine Ohren kaputt machen. Vielleicht ist es so, dass ich halt nur dann zurückgesetzt werde, wenn ich halt zuvor auf sicherem Boden war. Und wenn ich halt auf so einer schmalen Plattform bin oder auf einer sich bewegenden, dann zählt es nicht. Vielleicht. Das ist aber. Och nö, jetzt werde ich ganz nass. Was ist da jetzt eigentlich wieder passiert? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Ich sollte aber SpongeBob nehmen bei der Stelle. Patrick, also der Busbahnhof war wirklich nur dafür da, dass ich halt wegen der Herausforderung zu Patrick wechseln kann. Aber an sich sollte ich hier die meiste Zeit SpongeBob nehmen in dem Level, weil er ja auch seinen Aufwärtshieb da hat. Und das ist um einiges wichtiger. So, ich habe nicht so viel geredet. Die schneide ich nicht raus. Warum ist das so laut eigentlich? Ich glaube, es ist deswegen, weil die Lichter da hinten, wenn die von den Spiegeln abprallen, dann macht es auch ein Geräusch irgendwie. Und das wird wieder neu geladen. Oh, ich kann nicht schwimmen. Nach einem Tod und dann kommen die Geräusche auch wieder irgendwie. Keine Ahnung. Egal. So, jetzt mit SpongeBob. Erstmal den treffen. Danke. Okay, die versinken. Aber der nächste könnte versinken, oder? Der hat ein bisschen eine andere Farbe vielleicht. Geh einfach schnell hier entlang. Okay, gut. Das ist erstmal auch eine Schachtel, aber wir haben noch keine andere, glaube ich, gefunden. Deswegen kann ich da noch nichts machen. Na komm. Okay. Was ist hier eigentlich? Annual Sandcastle Contest. Hier ist ein Sandbogenwettbewerb. Schade, ich dachte, ich könnte die zerstören. Aber ist hier noch irgendwas, frage ich mich, oder ist das einfach nur just for fun hier? Mag mich da hoch? Ich würde sogar das in Kauf nehmen, den zu zerstören. Ja, warte kurz, ich kann es ja auch nach dem Sprung machen. Genau. Ja, schaff's nicht ganz. Okay, dann ich zerstöre mal dann nur den hier. Achso, stimmt, dann fallen die ja runter, das ist der Witz. Ah, okay, ich verstehe. Schnell. Geschenke öffnen ist klasse. Okay, hatte ich auch nur eine Chance anscheinend. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Aber geschafft. Okay, nice. Hier könnte ich sogar schon wieder wechseln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das klug wäre, zu Patrick zu wechseln. Ich bleibe aber bei SpongeBob noch. SpongeBob, ich habe gehört, dass du goldene Pfannenwender sammelst. Mhm. Ja, Kumpelblase, das stimmt. Hast du einen gesehen?
Ja, hab ich. Wir hatten einen Sandbogenwettbewerb abgehalten. Und jemand hat einen goldenen Pfannenwender als Spitze obendrauf gesteckt. Wenn ich ein Schloss hätte, würde ich es Schloss Bürgerstein nennen. Und jeden Montag gäbe es Sonderangebote in der Bäckerei von Schloss Bürgerstein. Der goldene Pfannenwender? Oh, an der Spitze der Sandburg, genau. Da müsste ich leicht hinkommen. Vielleicht solltest du es dir selbst mal ansehen. Okay, das machen wir. Kumpelblase ist echt voll cool. hier ist ansonsten nichts mehr erstmal. Okay, gehen wir erstmal weiter. Und wie gesagt, ich bleibe bei SpongeBob. Patrick würde ich, glaube ich, hier in der Welt wirklich nur nehmen, wenn ich halt irgendeine Herausforderung mit ihm machen muss. Okay. Wasser steigt, muss zu höherem Gelände. Was, das steigt dauerhaft? Wirklich? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Warum? Oh Gott, jetzt habe ich leider halt erst zu spät gestartet. Oh Gott, es bricht alles weg. Alter, das ist echt nicht einfach, finde ich. Und hier bräuchte ich Patrick jetzt eigentlich. Ich hoffe mal, dass ich hier nochmal hin zurückkehren kann. Dann. Und das steigt. Ne, jetzt sinkt es wieder. Okay. Also es ist so ein bisschen Ebbe- und Flutmäßig. Nein! Ja, wie laut das immer ist, Mann. So, dann bin ich halt jetzt wieder... Ach, hier bin ich wieder gelandet. Oh, Mann, ey. So, aber ich habe mich jetzt noch für Patrick entschieden. Hier an der Stelle. Weil ich eben den Eisblock da reinwerfen will dann. Ah, halt, ich muss von dem wegspringen. Fuck, komm ich da jetzt hin? Okay. Abkürzen. Sehr gut. Ja, sehr gut. Weg. Oh, nochmal, so. Nochmal. Zack. Wir müssen echt viel Zeug herum. Dann komme ich jetzt wahrscheinlich da zu der Socke hin, oder? Ne, ist immer noch zu niedrig. Weiß gar nicht genau. Oh. Was? Ich meine, ich habe es halt ein bisschen leichter, weil ich auf dem Eis dann entlanglaufen kann. Aber wie komme ich denn zu der Socke eigentlich dann hin? Ich aktiviere erstmal den Checkpoint. Zerstör dich. Vielleicht komme ich da von oben gleich irgendwie leichter hin. Ja, mal schauen. Okay, jetzt kann ich da entlang laufen. Da oben komme ich dann gleich noch hin. Wir sind jetzt auch schon gleich beim goldenen Pfannenwender. Das ist ja alles hier eine große Sandburg, wo wir gerade sind. Ah, und hier kamen übrigens die Bälle gerade eben her. Okay, die werden da von der Kanone abgeschossen. So, bam. Für mich wirkt es so, als müsste ich das Wasser einfrieren und dann darüber laufen, wenn es an der höchsten Stelle ist. Aber das hat ja irgendwie... Oh, Geschenke aus Holz! Jetzt steigt es vor allem nicht mehr. Ja, okay, da hinten der Wasserabfluss ist jetzt nicht mehr aktiv. Muss ich da vielleicht doch von oben einfach reinfallen oder so. Das würde schon auch gehen, denke ich mal. Okay. Aber erstmal bleiben wir jetzt hier oben. Weichen den ganzen Bällen aus. Bam! Und kommen da oben gleich zum Pfannenwender hin. Die lasse ich mal. Ist mir zu riskant. Weil ich will hier nicht mehr runterfallen. Ich hole mir auch erstmal den Pfannenwender. Und einen Checkpoint vielleicht. Und dann gleich werde ich mir noch die Socke da unten holen. Bam! Oh Junge, Junge, Junge! Oh Junge, Junge, Junge! Yeah! So, nice. Da kann ich aber noch weitergehen. Das ist der richtige Weg wahrscheinlich. Da komme ich dann schon woanders hin. Ich gehe jetzt erstmal noch hier hin schnell. Okay, so komme ich, nee, gar nicht wahr, so komme ich da nach oben. Da ist sogar noch eine Socke, okay. Und vor allem viele Punkte. Gute Güte, noch einer! Hart wie ein... Bam! Elf. Super Monster-Kombi! Mega-Ultra-Kombo-Attacke. okay, jetzt noch die Socke da unten. Die ist hier genau darunter. Tja. Schaff ich das jetzt da reinzufallen? Nee. Ziemlich sicher nicht. Nee, unmöglich. Steigt jetzt wieder? Nee. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Von da aus? Von hier aus komme ich da auch nicht hin. Ziemlich sicher nicht. Ist ziemlich knapp, aber es reicht nicht. Hä? Check das, ich bräuchte halt Sandy. Das würde helfen. Oder der Wasserstand müsste halt wieder steigen, und zwar mehr steigen als davor.
Warte mal, mich interessiert mal, kann ich das nochmal resetten, dass das Wasser ansteigt? Wenn ich nochmal zurückgehe, oder wenn ich sterbe wahrscheinlich. Weil ich würde das nochmal gerne resetten wollen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, ich soll da mit dem Wasseranstieg hin. Steigt's jetzt? Nee. Warte mal kurz. Okay, jetzt geht's wieder. Ich bin nochmal per Schnellreise an den Anfang der Mission gegangen. Und jetzt steigt das Wasser wieder. Okay. Und, ach, Mann, ey, ich bin so schlecht. So, jetzt bin ich wieder da. Ich will den wahrscheinlich erst relativ spät halt werfen, oder? So. Oh Gott. Weg. Der Roboter hat Bumm gemacht. Aber das war die maximale Höhe gerade. Das reicht doch nicht aus, oder? Oder? Wie viele davon muss ich denn tragen? Okay, das ist der höchste Punkt. Höher geht's nicht. Reicht das? Okay, das reicht. Hey, auch so. Das gehört mir! Sah irgendwie nicht so aus, aber das ist trotzdem ziemlich schwierig, finde ich. Weil das muss man schon relativ genau abtimen, habe ich das Gefühl, um da den höchsten Punkt zu erwischen. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall. Gut. So, und jetzt können wir auch hier auf diesem Weg endlich weitermachen. Nachdem wir jetzt hier in diesem ersten Bereich hoffentlich alles mitgenommen haben. Das hat Bumm gemacht! Das hat Bumm gemacht! Yeah, viele Punkte. Es gab richtig viele. Nice. Und dann geht es ja gleich weiter in dieser Höhle. In der Meereshöhle, genauer gesagt. Okay. Mau! Mau! Gary! Hey, Gary! Mau! Okay, dann nehme ich mal SpongeBob. So. Ich habe auch schon wieder eine Kiste gesehen, genau. So, Gary. Hallo, hi. Gary. Was gibt's? Mau. Im Ernst? Thaddeus hat sich einen neuen Pullover gekauft? Oh, er ist ja so verrückt. Mau. Und am Ende dieser Höhle befindet sich ein goldener Pfannenwender. Wow. Das ist das Wichtigere. Okay, danke, Gary. Dann hoffe ich, dass wir den kriegen können. Moment. Oh Gott, aber hier steigt und sinkt das Goo auch wieder. Oh Gott. Okay, aber da kommen Plattformen. Also ich muss nicht so ganz Wahnsinniges machen, wie ich hier. So. Okay, passt. Na komm. Das war knapp. Er hat mich fast noch erwischt. Warum ist da eine Plattform eigentlich? Aha, deswegen. Nein. Nein, ich hab das doch nicht berührt. Warum sterbe ich jetzt eigentlich immer instant, anstatt wieder zurückgesetzt zu werden? Okay, aber ich bin wieder direkt hier gelandet. War also halb so wild. Ich muss nur kurz warten, bis das Wasser wieder an der tiefsten Stelle ist. Aber das ist leveldesignmäßig sehr cool, dass mir hier mit diesem Flock der Hinweis gegeben wurde, weil von hier aus kann ich das ja unmöglich sehen, dass da unten eine Socke sein soll. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Aber da ist eben so eine Plattform gewesen, die scheinbar keinen Sinn gemacht hat, aber hat sie eben doch, weil ich dadurch dann eben zu der Socke hinkommen soll. Sowas finde ich mal sehr cool, wenn Sachen versteckt werden in Videospielen, wo man Hinweise drauf kriegt, die im ersten Moment unsinnig wirken, die aber halt doch einen Sinn haben, um einem nämlich das Secret dann irgendwie zeigen zu können. Das finde ich immer sehr cool, sowas. Da komme ich nicht weiter, aber hier, okay. Es war auch ziemlich kompliziert aufgebaut, die Höhle hier. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts verpasst habe. Aber ich glaube, da oben komme ich dann gleich erst noch hin. Erstmal haben wir hier einen weiteren Checkpoint, genau. Oh Gott. Der sieht auch lustig aus. Hui! Aber ich sollte lieber normale Sprünge machen, dann bin ich ein bisschen länger in der Luft. Okay. Da ist wieder ein Schalter. Nee! Ein Schalter. Da ist alles ziemlich wackelig hier, weil kaum eine Plattform irgendwie sicher ist. Weil sie alle kippen oder sich bewegen oder Gegner auf ihnen sind oder so. Aber es gibt dafür auch wirklich viele Checkpoints, muss man sagen. Das ist also schon relativ fair. Da hinten ist er. Okay, ich muss noch den irgendwie runterfallen lassen. Aber das geht wahrscheinlich erst von woanders aus. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Oh Gott. Nee. Die Wandmalerei, yeah. Ja, wunderschön. Das war eine der coolsten SpongeBob-Folgen, wie ich finde. Die war so lustig einfach nur. Ja. Okay, das sind ein paar Punkte. Na komm. So, lila ist ja, glaube ich, am meisten wert. Also, die lilanen kann ich mir schon immer holen. Okay, auch immer schön seinen Angriff in der Luft benutzen. Mache ich ja auch die ganze Zeit, merkt er schon. Weil ich dann eben dadurch etwas länger in der Luft bleiben kann. Wenn ich den zum richtigen Zeitpunkt mache. Ja, da haben wir auch Patrick. Kommt Thaddeus auch noch irgendwo hier?
Vielleicht. Mal schauen. Jetzt bin ich wieder hier. Aber, okay, da ist jetzt auch noch eine runtergefallen. Und dadurch komme ich jetzt hier entlang. Okay, das ist ziemlich cool, finde ich, die Höhle hier. Die gefällt mir. Das ist ein cooler Aufbau. Weil ich halt von Anfang an nicht so ganz klar sehen kann, wo es eigentlich hingeht. Weil ich auch manchmal Orte wieder besuchen muss oder so. Aber durch die herunterfallenden Stalaktiten kann ich dann eben neue Orte erkunden. Und das ist ziemlich cool. Das gefällt mir. Jetzt bin ich da. Aber ich war jetzt da hinten ja noch nicht. Ich gehe erstmal weiter, aber ich will mal gleich nochmal zurückgehen eventuell. Weil ich, da ist nämlich schon Ende, ja. Ich will da auch gleich nochmal hin. Weil irgendwie komme ich da ja anscheinend auch noch hin. Geschenke öffnen ist klasse. Okay. Da habe ich Eis. Das könnte vielleicht das Rätsel Lösung sein. Das wird jetzt trotzdem schwierig werden, weil hier ist sehr viel Wasser. Und ich weiß nicht genau, wo ich... Na komm. Patrick? Das war auch lustig. Patrick ist zu fett, um in die Box reinzupassen. Ist jetzt eben die Frage, wo ich jetzt da dann hin muss. 15 Sekunden habe ich. Da könnte ich hoch. Das sieht doch ganz gut aus. Da ist sogar ein neuer Checkpoint. Oder war ich hier, schon mal? Ich glaube nicht. Doch, hier war ich schon mal. Verdammt. Ach Mann. Jetzt habe ich schon gedacht, ich hätte das Ultra-Secret gefunden. Aber so viel dazu. Also warte mal kurz. Da. Ich glaube, da oben endet der Weg dann. Also da oben muss ich irgendwie herkommen. Warte mal, ich kann jetzt da den Weg zurückverfolgen. Dann werde ich schon herausfinden. Durch. Aber da ist. Nee, andererseits, da ist eine Socke. Also muss ich doch von da hinten rauskommen. Jetzt bin ich verwirrt. Da hinten ist nichts mehr, da war schon der Start. Ja, also die Socke würde ich auf jeden Fall noch haben. Wenn da jetzt nur Punkte gewesen wäre, hätte ich es vielleicht sein gelassen. Aber eine Socke, die will ich mitnehmen. Okay, vielleicht, okay, ich muss es schaffen, auf die Dinger raufzukommen. Und dann auf die... Oh Gott. Und dann... Und dann auf denen entlang zu jumpen. Und so komme ich dann da hinten hin. Um Gottes Willen. Oder? Nee, das schaffe ich gar nicht, den Sprung. Oder? Nee. Vielleicht schafft den SpongeBob ihr. Nee. Ich könnte natürlich, aber... Nee. Fuck. Oder komme ich da hin? Nee. Ich kann hier nicht mal... Doch. Doch, da komme ich hin. Nee, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Okay, ich probiere das gleich nochmal mit SpongeBob. Aber halt, ich habe zuerst gerade eben noch was anderes gesehen beim Zurücklaufen. Denn ich habe noch nicht herausgefunden, wofür der Eisblock überhaupt da ist. Aber der hat auch einen Sinn. Nämlich hierfür, für diese Socke. Da komme ich nur hin, wenn das zugefroren ist. Okay, weiß. Aber ich will die andere eben auch noch haben. So, jetzt gucken wir doch mal. Nein? Ja, das war gleich mal ein guter Sprung. Ach Gott. So, jetzt aber. Okay, immer schön auf den Schatten achten. Sehr gut. Ist gar nicht so weit sogar. Ich glaube vorhin mit Patrick, da war schon eine zerstört oder so. Und deswegen habe ich den Sprung halt nicht geschafft. Aber das hätte Patrick an sich auch leicht geschafft, die Sprünge hier. Also es geht mit beiden. Okay, nice. Puh. Und dann haben wir gleich eine weitere Socke und dann haben wir, glaube ich, die Höhle auch abgeschlossen. Geschenke öffnen ist klasse. War ja auch eine ziemlich ordentliche Ausbeute, weil die ist jetzt gar nicht so groß. Aber hier ist aber auch eine Melone. Egal. Die ist gar nicht so groß, die Höhle. Und dafür haben wir hier zwei Socken und einen Pfannwender mitgenommen. Also, wie gesagt, keine schlechte Ausbeute. Hat jetzt noch die Melone irgendeinen Sinn? Ich meine, die habe ich halt, dass Patrick wahrscheinlich hier die Gegner leichter besiegen kann. Weil übrigens. Weil man hier eigentlich mit Patrick hochgehen soll, vielleicht. Aber ich glaube, an sich hat die Melone keinen Sinn mehr. Ich sehe auch keinen Schalter, den man damit treffen könnte oder so. Das passt, glaube ich, da. Alles klar. So, und hier sind wir jetzt am Pier der Goo Lagoon. Bei einem Freizeitpark. Yeah! Den können wir auch noch kurz zumindest erkunden. In diesem Part. Ich mag übrigens auch die Musik hier von der Goo Lagoon ziemlich gerne. Ich glaube, das ist bisher mein Lieblingsmusikstück aus dem Spiel. Also die Musik allgemein finde ich ziemlich cool in dem Spiel bisher. Jetzt vor allem hier bei der Goo Lagoon, die mag ich total. Irgendwie. Das habe ich aber auch schon im Vorfeld eben gehört, dass die Musik hier richtig gut sein soll. Und dem stimme ich zu bisher. Mr. Krabs? SpongeBob, hilf mir Patrick zu finden. Ich habe eine Aufgabe, bei der er mir bestimmt helfen kann. Okay, machen wir. Zum Glück ist hier gleich eine Bushaltestelle. So, Patrick? Halt. Tut mir leid, Junge. Der Jahrmarkt ist geschlossen.
Ein lästiger Roboter hat mir meinen Ticketschalter abgenommen. Und schlimmer noch, mein Geld. Wenn du mir hilfst, diesen nutzlosen Roboter loszuwerden, gebe ich dir eine große Belohnung. Oh, nice. Ja, Mr. Krabs ist so cool. Ich liebe seine Stimme einfach so sehr. Ich werde so cool, dass das der Originale immer noch ist. Noch mal, ist ja bei allen, wie gesagt, so. Aber trotzdem. Ja, komm. Ja, das war's nicht wert. Okay. Okay. Im Tod habe ich aber auch noch ein paar Punkte bekommen. So, jetzt nochmal. Und jetzt, ohne, dass ich da hingehe. Jetzt habe ich die blauen. Den blauen habe ich bekommen. Aber egal, das passt schon. Ja, da ist wieder ein... Da hinten ist die Maschine. Aber erstmal muss ich kurz den ausschalten. Bam! Mit dem wunderschönen Bauchplatscher. Und wie kann ich dich da rausbekommen? Abwerfen? Oder muss ich erst da hinten die Maschine zerstören? Okay, abwerfen geht. Dann. Ah, und eine Brücke fährt aus. Und das Riesenrad versinkt und was habe ich getan? Wenn man eine Melone wirft, gibt es gleich so eine heftige Kettenreaktion. Dum, dum, dum. Wunderschön. So, zack. Okay, ich kann da mitfahren und dann nach unten kommen. Ein paar Punkte kann ich ja auch mitnehmen überall. Ist da unten denn irgendwas Besonderes? Nein. Okay. Hat das nicht noch irgendeinen anderen Sinn, das Riesenrad hier? Wirklich nur für Punkte? Und gar nicht mal so viele sogar? Wovon hängt es eigentlich ab, ob Patrick einen Bauchplatscher oder eine Arschbombe macht? Mit einem Double Jump? Ah, nach einem Double Jump macht er einen Bauchplatscher. Okay, interessant. Ist der besser? Ach, warte mal kurz. Kann der Gegner benommen machen? Das sieht ein bisschen so aus. Warte, das muss ich mal kurz austesten. Weil, warte mal. Nee. Oder vielleicht war ich zu weit weg. Doch, das geht. Ah, okay. Alles klar. Weil, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, in der allerersten Welt bei den Quallenfeldern gab es in der einen Höhle mal eine Stelle, wo man Gegner hätte werfen müssen. Aber ich habe da gesagt, dass es noch nicht geht, dass wir das später erst lernen anscheinend. Und deswegen habe ich das dann wieder sein gelassen, aber ich kann das doch schon. Denn genauso wie auch im Spiel zum Film kann ich die Gegner benommen machen durch eine Stampfattacke oder Bauchplatscher. Wenn ich nah genug an ihnen dran bin, sie aber nicht töte. Und dann kann ich sie auch werfen, wenn sie benommen sind. Okay, alles klar. Das muss ich dann nochmal später irgendwann nachholen. Und hier haben wir Werketiki. Bam! Meinen Rücken geht es viel besser. So glänzend. Das war cool. Da-dum. Okay, das war sehr, sehr einfach. Yeah! Warst du da draußen einsam, so ganz alleine? Das gefällt mir aber. Also ich mag die Welt bisher auch ziemlich gerne. Das ist bisher wirklich meine Lieblingswelt, würde ich sagen. Die Blue Lagoon hier. Weil es hier auch viel Abwechslung gibt, so im Gameplay. Warte mal kurz, kann ich da noch mehr machen? Also ich kann das immer wieder für Punkte machen wahrscheinlich. Aber kann ich hier noch eine weitere Blue erhalten? Wenn ich noch mehr treffe? Nein. Das ist aber ziemlich, ziemlich einfach. Ich habe 30 Sekunden und habe nur 10 gebraucht. Da hinten ist übrigens noch eine Platte mit einem Eisblock. Ich bin doch jetzt nicht runtergefallen, komm schon. Na gut. Okay, aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play SpongeBob Schwammkopf Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Beim nächsten Mal wird es dann auch hier in der Blue Lagoon hier bei diesem Freizeitpark-Abschnitt weitergehen. Ich frage mich, ob wir auch noch auf der Achterbahn da dann entlang reiten können. Ja, da ist auf jeden Fall ein roter Tiki, also irgendwann, vielleicht ist da eine Rutschpartie oder so. Das könnte sein. Und dass ich da noch dann entlang sliden kann. Also, ich freue mich da schon drauf. Wie gesagt, ich finde die Welt bisher echt richtig cool. Und ich habe schon Bock auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.